about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem kleinen Projekt, was mal ein bisschen anders ist. Normalerweise seht ihr, wenn ich Tutorials mache, immer ein Thema. Das arbeite ich dann durch. Und ja, ich habe für mich festgestellt, dass das manchmal nicht der richtige Weg ist und auch ein bisschen langweilig auf Dauer wird. Persönlich habe ich jetzt entschieden, dass ich zwei Journals jetzt gleichzeitig herstelle und das dann auch immer kennzeichnen werde, was ich mache. Halloween ist ja gerade ein aktuelles Thema und das Thema Herbst. Manche von euch mögen Halloween lieber, andere von euch mögen das Thema Herbst, weil Halloween gar nicht so deren Ding ist, was ich auch super nachvollziehen kann. Ist ja nicht überall aktuell, nicht jeder feiert das. Ich mag Halloween sehr gerne, weil bei mir auch wirklich viele Kinder vorbeikommen. Das ist aber regional so unterschiedlich, dass ich mich dazu entschieden habe, jetzt zwei Journals parallel zu machen. Und zwar einmal im Halloween-Style und einmal im Herbst-Style. So, und wenn euch interessiert, wie ich das vorhabe, wie ich das mache und angehe, dann bleibt jetzt dran. Ja, ihr Lieben, was ist denn euer Thema? Eher Herbst oder eher Halloween? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Was mögt ihr denn lieber? Wie gesagt, in der Serie werde ich zwei Journals erstellen, die ähnlich von der Struktur sind, die auch mit ähnlichem Material gemacht werden, aber einmal in Richtung Halloween und einmal in Richtung Herbst. Ja, ich mache das immer so, dass ich mir Inspiration aus den letzten Jahren hole und nochmal schaue, was habe ich denn da gemacht so. Und im letzten Jahr habe ich dieses Halloween-Journal gemacht. Das Journal habe ich im vorletzten Jahr angefertigt. Ja, beide Journals gefallen mir sehr gut. Wie gesagt, ich mag beide Themen gleich, bin ich auch ganz ehrlich. Bei mir ist das aktuell. Und ja, wir schauen hier einfach nochmal rein. Also hier bei dem Herbstjournal zum Beispiel, da habe ich herbstliche Farben gewählt. Es ist ein bisschen grungy, das heißt, es ist ein bisschen angeschmutzt, aber nur ganz leicht, weil ich mir dachte so, man kann, wenn man in dem Journal arbeitet, immer noch das ein bisschen mehr abgrungen. Und ja, es ist halt so im rohen Zustand, weil das ein Verkaufsjournal hier ist. Und dieses Journal habe ich dann halt so in Herbstfarben und Goldtönen gehalten. Und ja, Sonnenblumen, man kann sich jetzt streiten, ob das sommerlich ist oder herbstlich. Ich finde, das ist die Sonnenblumen geben mir immer so ein Zeichen, es wird Herbst und die reifen dann und plötzlich haben sie die Samen und die Sonnenblumenkerne dran. Und ja, dann ist es für mich definitiv dann Herbst, wenn die geerntet werden. Deswegen finde ich, das passt schon sehr gut. Es sieht jetzt, glaube ich, in der Kamera immer ein bisschen oranger aus, als es ist. Das hier ist eher so ins Rot, also dieses Karo-Muster. Und das hier ist so cremefarben eher. Das ist nicht gelb so richtig. Durch die Sonnenblume wird natürlich immer so dieser Gelbton ein bisschen betont, wenn man hier so mit der Kamera drauf filmt. Deswegen möchte ich euch das nochmal explizit sagen. So, und wenn ich das aufschlage, ich hatte damals ganz viele unterschiedliche Materialien benutzt. Also Vintage-Material, ich habe ganz viele Täschchen hier eingebaut. Und ja, ihr seht schon Deckchen aus Papier und ja, Rippenblätter, das sind so Skelettblätter, kennt ihr vielleicht. Und ja, Ephemera von diesem Set hier, das war, glaube ich, von Kleeblatt Creations. Und von Luise Heinzel habe ich hier die Rückseiten mit Digitalpapier bedruckt. Das ist so ein Lace-Paket gewesen bei ihr. Und ja, ihr könnt ja noch mal ins Video, ich verlinke euch das unter der Infobox, also in die Playlist zu dem Herbstjournal reinschauen. Da wisst ihr dann, wie das entstanden ist. Ich kann jetzt hier das nicht zeigen und das will ich auch gar nicht, dass ich jetzt hier explizit darauf eingehe nochmal. Ich kann ja auch kein ganzes Flipthrough machen. Da gibt es schon Flipthrough zu dem Zwillingsjournal zumindest. Und das ist genauso strukturiert. Vielleicht ist da mal ein Blatt anders oder so. Aber ja, hier sind ganz viele Elemente drin. Ja, warum zeige ich euch das überhaupt? Hier sind so ganz viele verschiedene Elemente drin. Und ich hatte damals Umschläge beklebt und ich bin hingegangen und habe kaffeegefärbtes Papier hier nochmal in spezieller Form geschnitten und umnäht. Und ja, das ist für mich immer so eine schöne Inspiration, nochmal reinzuschauen, was hast du denn im letzten Jahr gemacht? Was hat dir daran besonders gut gefallen? Hier, das ist zum Beispiel auch aus dem Digital Collage Club, hieß er damals oder heißt es immer noch. Aber Making and Creating heißt die Webseite jetzt. Da hatte ich auch Papiere von verwendet und auch teilweise so Tags und so. Ja, ich habe hier auch aus echten Blättern zum Beispiel solche Tags gemacht.
mit echten Blättern auf den Pilzen und ja, alles ganz liebevoll von beiden Seiten bearbeitet hier immer. Und ja, hier ist auch noch von Edith Holden, sind Originalseiten hier drin. Ach, mein Gott, nee, man erinnert sich dann so, wie man das hergestellt hat. Hier hatte ich so Junk drin verwendet, so Verpackungen von Physalis. Ja, also ich will das jetzt nicht zu sehr ausdehnen. Es geht ja heute ums neue Journal, das entstehen soll. Aber nur als kleiner Tipp für euch, ihr könnt euch eure alten Sachen dann mal nehmen, anschauen und schauen, was ist denn für euch da Inspiration für das neue Journal. Und ja, ach, hier hatte ich ja auch Papier selber gemacht. Das hatte ich dann einfach so fotokopiert. Das sind keine Rippen oder Skelettblätter, die jetzt aufgeklebt sind, sondern hatte da mir das eingescannt und dann die Seiten wiederholt, weil ich diese Töne einfach so schön fand von den Blättern. Ja, ihr seht hier ganz viel kaffeegefärbtes Papier und teegefärbtes Papier hatte ich da auch drin. Ja, ja, also auf jeden Fall, ich schwelge jetzt noch hier ein bisschen rum, schaue mir das nochmal durch. Ja, das hier ist nicht mein Journal, das ist das Journal, was bei mir auch im Shop eingestellt ist. Schaut da mal rein, falls ihr daran Interesse habt. Das gibt es jetzt mit einem kleinen Summer Sale Rabatt, falls ihr das haben möchtet. Und ich finde das persönlich wunderschön. Es ist ein bisschen dick vom Cover, aber dadurch, dass wir hier so einen schönen runden Rücken haben, legt sich das auch ganz gut. Und ja, hier haben wir auch noch so ein kleines, ach, ich weiß, diese Klammer, die hatte ich selber gemacht. Da habe ich jedes einzelne Perlchen aufgefädelt und dann hier so rumgeschlungen. Ja. Also ich gucke mir das gleich nochmal in Ruhe durch und ihr könnt ja mal im Shop schauen, falls ihr euch dafür interessiert. Ja, ich lege das jetzt mal beiseite. Ja, und hier nehme ich jetzt mal mein Halloween Journal. Kleine Triggerwarnung, ab und zu kommt mal eine Spinne vor als Anhänger oder so. Also guckt weg, falls ihr keine Spinnen mögt. Ja, das war natürlich jetzt was ganz anderes. Ihr seht, das ist viel kleiner. Das hatte ich wirklich für mich nur gemacht, weil ich mir so ein bisschen eine Auszeit genommen hatte im letzten ja, Herbst, anfänglichen Herbst, Ende Sommer. Ja, und das habe ich dann für mich sehr grungy gestaltet. Also, hier sind so einzelne Karten drin gewesen. Die hatte ich dann aus verschiedensten Materialien gemacht. Und ja, hatte hier angefangen, auch was aufzuschreiben. Ja, und wenn ich hier so durchblätter, wie gesagt, auch hier möchte ich kein Flipthrough machen. Ich verlinke euch auch dieses Flipthrough nochmal unter dem Video. Dann, ja, ich gehe das einfach nur mal so durch und denke mir, oh ja, also das ist wirklich so ein bisschen anderer Stil als jetzt so ein fröhliches, sage ich mal, sehr, ja, buntes, in Anführungsstrichen, weil bunt war ich noch nie so richtig, buntes Herbstjournal. Das hier ist dann, geht dann schon in eine andere Richtung und ist ein bisschen... Ja, ihr seht es schon einfach, ne? Also auf Halloween abgestimmt halt. Und ja, ich liebe sehr dieses super grungige, super rostige hier drin. Und ja, ich glaube, auch dieses Jahr wird das Halloween Journal dann ein bisschen in diese Richtung gehen. Und ja, nur damit ihr eine Vorstellung habt von dem, was ich so bis jetzt gemacht habe und wo denn so ein bisschen die Reise hingehen wird in diesen Videos, die jetzt folgen werden. So, ihr seht schon, die Kamera hat jetzt gerade so ein bisschen Probleme. Ich muss noch an meinen Lichteinstellungen ein bisschen rumbasteln, weil schwarz, weiß und dann so goldene, orange-goldene Kontraste hier, das mag die Kamera nicht so von der Einstellung her. Ja, ihr seht, am Anfang gehe ich immer hin und suche mir alles zusammen, was zum Thema passt. Also jetzt in dem Fall Halloween und aber auch das Thema Herbst oder Oktober. Und ja, ich suche dann in meinen Schränken alles raus. Ich weiß ja ungefähr, wo was ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe hier noch viel mehr an der Seite liegen. Das seht ihr dann während der Serie, was ich genau davon benutzen werde. Ja, und dann entsteht so eine Vorstellung in meinem Kopf, wie die Journals denn so in etwa aussehen könnten vom Stil her. Und ja, das rate ich euch auch. Sucht das, was ihr da habt, erstmal zu Hause raus. Und vielleicht habt ihr ja schon ein Digitalpapier im Hinterkopf oder ein Set, was ihr irgendwo gekauft habt, was vielleicht sogar schon so ein bisschen unterschiedliche Sachen drin hat. Irgendwelche Sets von Action oder von Stamparia oder was ihr mögt einfach. Ihr habt bestimmt ein Papier, was ihr unbedingt verarbeiten wollt. Und dann hangel ich mich da lang. Also ich packe jetzt mal die Spitze beiseite und zeige euch, welches Papier ich mir ausgesucht habe.
So, was hier jetzt liegt, das sind jetzt erstmal nur Beispiele, die ich verwenden möchte. Ob die letztendlich so ins Journal kommen, das entscheide ich während des Prozesses. Ihr werdet das dann natürlich genau in den Tutorials sehen, aber jetzt weiß ich das noch nicht. Ich bin ganz am Anfang und plane jetzt gerade mein Journal und mache heute mit euch auch nur die Grundlage des Covers fertig und zeige euch das Material. Ich hatte mir jetzt hier das Set von Luise, ihr wisst, ihr kennt meinen Faible für Luises Sachen, Halloween in August ausgesucht, und zwar die Ephemeras und die Pages, und das werde ich auf jeden Fall verwenden. Und zwar für beide Journals. Einmal werde ich ein gruseliges Journal machen, ein Halloween Journal, und einmal ein, ja, Herbst, sonnenblumenlastiges, ja, Herbst Journal. Okay, Summer. Das mit den Blumen habe ich euch gerade erläutert. Für mich ist das herbstlich. Und ich werde da auch noch herbstliche Materialien zu, ja, einfließen lassen, dass das herbstlich wird. Ihr seht, ich hatte mir hier einzelne, das ist kein schlechter Ausdruck, ich hatte mir hier einzelne Seiten schon auf Canvas ausgedruckt. Ja, und als erstes drucke ich mir dann immer so ein paar Seiten aus und dann wächst die Inspiration. Ich hatte dann angefangen, mir schon ein paar Ephemera-Teilchen auszuschneiden. Ich drucke das immer auf Fotopapier aus. Das ist jetzt etwas dickeres Fotopapier. Das hier sind dünnere Fotopapiere, die ich doppelseitig mit den Papieren ausgedruckt habe. So, und dann schneide ich mir das manchmal sogar schon zurecht, und währenddessen wächst, was kann ich denn noch dazu benutzen, welche Spitze kann da dran an den Tag und. Und das rate ich euch auch. Geht durch euren Bestand durch, guckt mal, was zueinander passt. Ich hatte zum Beispiel diese schönen Umschläge Rostwasser und Kaffee gefärbt. Die eignen sich hervorragend sowohl für Halloween als auch für ein grungiges Herbstjournal. Und hier gerade mit diesem Orange innen drin, ihr seht schon, das passt wunderbar zu den Farben dazu und sowas, ja, suche ich mir dann nacheinander raus. Und hier hatte ich zum Beispiel mit Kaffee und Rostwasser und ja, große Umschläge gefärbt. Die haben dann auch noch so ein Blumenmuster drauf, was hervorragend wieder zu dem Herbstthema passt. Ja, und das lege ich mir dann alles so bereit. Und irgendwann habe ich einen riesengroßen Haufen auf dem Tisch und bin glücklich, weil ich dann daraus mir alles rausrupfen kann. Ja, und so geht das dann bei mir. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch ein ausgeschnittenes Set von Tracy Fox Love, Junk Journals heißt sie. Also dieses Mini-Toadstool-Ephemera-Mix-Set. Das hatte ich mir auf Etsy bei ihr runtergeladen und das benutze ich, habe ich glaube ich auch in einem anderen Journal benutzt. Und dieses Tracy Fox Creative, diese Fussy Cuts, diese Herbst-Fussy Cuts von ihr auch. Und die habe ich auch teilweise im anderen Journal benutzt. Und die finde ich schön, die kann ich jetzt nämlich noch mehr abgrungen und dann auch hier einbinden. Ihr seht, diese Töne passen auch wieder super zusammen. Und da werde ich mir, glaube ich, das noch ein zweites Mal ausdrucken, dass ich mir dafür noch so ein paar Sachen fürs Herbstjournal rauspicken kann. Finde ich super. Ja, noch was. Wie machen wir jetzt das Cover? Und überhaupt, was könnt ihr zu Hause jetzt schon mal raussuchen? Weil es ist eigentlich egal, was ihr raussucht, um bei dieser Serie mitzumachen. Ja? Hier habe ich Packpapier, was einen sehr schönen, knittrigen Crunch hat, sage ich einfach mal, was sich sehr schön anhört und knistert. Und das möchte ich verwenden, weil das so eine tolle Farbe hat. Das ist so ein ganz besonderes Papier. Das möchte ich nehmen. Dann habe ich mir so altes Ledger-Papier rausgesucht. Das ist jetzt mal stellvertretend für andere alte Buchseiten auch, die ich verwenden möchte. Und ganz wichtig, hier hatte ich alte Lexika, die nicht vollständig waren, auseinandergenommen. Hier habe ich ähnliche Buchcover, die ich verwenden kann. Ich hatte auch schon mein Junkelocity Journal damit gemacht. Dazu habe ich auch ein Basic-Video gemacht. Nicht zum Junkelocity-Video, sondern zu diesen Covern, wie ich mir die so vorbereite, wie ich so ein Buch auseinandernehme, wie man das gut machen kann. Das verlinke ich euch unten auch, falls euch das interessiert. Und diese Cover möchte ich verwenden, um die für die Journals zu benutzen. Und zwar komplett genauso, wie sie sind. Und dann verarbeite ich die weiter. Solltet ihr jetzt keine alten Buchcover haben, keine Sorge. Ich verlinke euch unter dem Video auch nochmal ein Video von mir, ein Videotutorial, wie man ein Cover aus alter Pappe herstellt oder aus, ja, alten Blockrückseiten oder was ihr so da habt an hartem Karton. Und dann könnt ihr auch mitmachen, wenn ihr euch so ein Cover selber erstellt. Also keine Sorge, für alle gibt es eine Möglichkeit. Ja, und diese Quasten habe ich gerade bei mir im Schrank auch noch gefunden. Seht ihr? Eben genauso sammeln sich dann meine Sachen hier auf dem Tisch und ich habe dann hinterher so ein richtiges Buffet, an dem ich mich bedienen kann.
Ich zeige euch kurz, wie sowas aussehen kann. Ich habe hier schon mal so ein Halloween-Cover vorbereitet, das jetzt etwas größer ist und das wirklich nur aus Buchbinderpappen besteht, also beziehungsweise aus Restekartons. Und das ist jetzt genauso gut zu verwenden. Das habe ich mit Samt überzogen. Ist eine schöne Sache. Und ja, genau das könnt ihr auch weiterverarbeiten. Scheut euch nicht, wenn ihr kein Buch habt. Ja, die Innencover werde ich mir jetzt hier noch vorbereiten, genau wie in dem Video, was ich euch verlinkt habe. Ich klebe da was drauf, damit das stabilisiert wird, weil dieses Leder halt nicht mehr so ganz stabil ist. Das spielt keine Rolle, wenn man da jetzt was drüber klebt, weil die Signaturen, die Nagen, heißt es ja auf Deutsch, die Lagen dann später hier drauf eingeklebt werden und die werden hier fixiert. Das heißt, das spielt keine Rolle, ob das hier überklebt ist oder nicht. Sonst würde ich euch das nicht zu raten, wenn man das direkt am Rücken vernäht. Dazu komme ich aber später noch. So, ich habe mir jetzt ein bisschen Buchbinderleim genommen. Also ich erkläre euch das jetzt nicht genau, wie das hier abläuft. Das ist so schnell erledigt. Ich will das einfach nur stabilisieren und habe mir hier für Paketklebeband, also einfach so ein Tape genommen. Das muss man eigentlich mit Wasser festmachen. Ich werde jetzt aber zusätzlich hier noch ein bisschen Buchbinderleim drüber machen, weil das hier so ein bisschen das Ganze noch stabilisiert. Ich weiß nicht, wie lange sonst hier dieser Ledereinband halten würde und damit wird das dann bombenfest. Das jetzt ist hier der Buchbinderleim von Corlel und ihr könnt natürlich den Buchbinderleim oder Leim nehmen, der flexibel austrocknet, den ihr möchtet. Ich streiche das jetzt insbesondere hier in diese Falzkante, weil die einfach, ja, das ist die Bruchkante, die vielleicht kaputt gehen könnte nach einer Zeit der Benutzung, weil das einfach schon alt ist, dieses Leder. Und da kommt später ja keine Belastung drauf und ja, da müssen wir auf nichts achten, wenn wir das jetzt hier einkleben. Doch, dass keine Flusen und Fusseln von dem Papier hier noch abgehen, falls man das Flusen nennen kann. Und ja, dann lege ich einfach nur die einzelnen Streifen da drauf, so drei nebeneinander. Ich glaube, das ist für euch jetzt recht langweilig. Ihr könnt auch direkt irgendwie Physiotape nehmen oder ja, eure Klebebänder, die ihr sonst so benutzt, dafür gerne. Ich schwöre auf solche Methoden mit dem Buchbinderleim und werde das dementsprechend auch machen. Und werde dann so drei Streifen hier hinkleben, einfach so nebeneinander. Das soll aber jetzt nicht Teil des Tutorials sein. Es geht jetzt mehr um den Style. Wie gestalte ich denn so ein Cover? Ne? Die Coverherstellung ist ja recht simpel. Ich habe ein Buch auseinandergenommen. Ich nehme mir jetzt hier die Seiten. Ich schaue, dass ich mir das noch zusätzlich stabilisiere. Das müsst ihr auch machen. Oder ihr geht direkt hin und nehmt eine Pappe und ja, erstellt ein ganz neues Cover. Ihr braucht da nicht unbedingt ein altes Buch für nehmen, so wie ich. Da seid ihr frei. Hauptsache, man hat hinterher stabile Klappen für das Journal, in die man noch die Lagen später einnähen kann, beziehungsweise einkleben und den auf dem Rücken einnähen kann. So. Ich habe das Ganze jetzt hier so festgedrückt, also so drei Streifen nebeneinander, rechts, links und in der Mitte ein und habe das jetzt bei beiden Journals gemacht. Ich möchte ja zwei erstellen und lasse die jetzt so im Stehen einfach trocknen, so für ein Stündchen oder zwei und dann kann man damit weiterarbeiten. Ich überspringe das jetzt mal eben mit euch, das ist sonst langweilig. Wenn ich mir jetzt diese beiden Journals so anschaue, die sind jetzt schon ein bisschen angetrocknet, dann sehe ich sofort, das eine ist jetzt nicht wirklich Halloween-Themen-like, aber das andere, das fürs Herbst-Journal, das Cover, das ist ja schon so von den Farben, von der Basis her, gar nicht mal so schlecht. Und da würde ich euch auch zu raten, wenn ihr ein Buchcover nehmt, was ihr nicht zu stark verändern möchtet, dann wählt ihr euch direkt etwas aus, was dazu passt. Also ich mag die Goldtöne hier drin für den Herbst, ich mag hier diese Brauntöne. Das hier ist mir zu hell, das ist so ein Leinen, ne? Oder Halbleinen, keine Ahnung. Und es hat auf jeden Fall so eine Leinenstruktur. Und das möchte ich farblich auf jeden Fall verändern. So, und dann überlege ich mir, wie kann ich denn jetzt so ein bestehendes Cover verändern, dass es mir optimal zu meinem Thema gefällt. Bevor wir anfangen, sage ich kurz noch mal etwas zur Größe des Covers. Ihr müsst euch ein Cover aussuchen, was zu eurem Papier, was ihr ausgedruckt habt, passt. Ich wusste vorher schon, weil ich ja schon mit diesen Covern gearbeitet habe, dass das nicht zur A4-Größe passt und ich von meinem Papier etwas abschneiden muss.
Habt das im Hinterkopf nur für eure Papierauswahl in Kombination mit dem Cover oder macht es direkt etwas größer, wenn ihr das Cover selber machen solltet. Ne? Also ich persönlich weiß jetzt, ich muss mir von meinem Digitalpapier hier immer einen Streifen abschneiden, der ungefähr ja so 1,5 Zentimeter hat an den Seiten, was ich bei diesem Papier, bei diesem Halloween-Papier überhaupt nicht schlimm finde. Das sieht danach immer noch top aus. Ich lasse es nämlich gerne in dieser großen Größe, weil ich mag, dass das komplett von oben bis unten fast alles abdeckt, dass das wirklich wie so ein Buch wird, das Cover. Hier kommt ja noch Stoff drauf, sehr wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal gleich. Und dann hat man die volle Höhe hier beim Einbinden und dann ist das sehr passgenau und abschließend oben, weil ich nicht so viel raushängen lassen möchte. Und wenn, dann ist das mit Absicht oben oder so. Ja, da wollen wir nicht so viel mit Spitzen an den Seiten arbeiten, das weiß ich jetzt schon. Und dementsprechend müsst ihr das einfach berücksichtigen, wenn ihr eure Papiere ausdruckt. Dann macht das direkt etwas kleiner zum Beispiel. Nehmt vielleicht ein US-Letter-Format. Das geht natürlich auch. Das ist generell so ein bisschen kürzer. Oder schneidet einfach hinterher etwas ab. Eine kleine wichtige Info für euch zwischendurch. Wir schaffen heute garantiert nur das Halloween-Journal-Cover vorzubereiten. Dennoch rate ich euch, falls ihr auf das Herbst-Journal-Cover wartet, trotzdem schon mal reinzuschauen, weil die Technik im nächsten Video genau die gleiche sein wird und ihr dann auch schon ein bisschen Vorkenntnisse haben würdet. So, was mache ich jetzt also mit meinem Teilchen hier? Also erstmal habe ich hier mir jetzt eine Unterlage drunter gelegt. Am besten legt ihr euch das auf wirklich eine unempfindliche Unterlage, wenn ihr mit Farben arbeitet. So, und jetzt nehme ich das, was ich da habe, um das Ganze einzufärben. Welche Farben möchte ich haben? Bei meinem Halloween Journal soll das Ganze recht dunkel werden. Grau, schwarz, die Orangetöne dürfen aber trotzdem drin sein. Und ich mische jetzt verschiedene Farben. Da könnt ihr auch Wasserfarbe sogar für nehmen, wenn ihr einen saugfähigen Untergrund habt. Oder Acrylfarben, das, was ihr möchtet. Ich nehme jetzt in meinem Fall Kaffee, den ich gerade hier mir angesetzt habe, Rostwasser. Ich habe das immer auf Vorrat hier in Flaschen, weil ich da zwischendurch gerne mitarbeite. Und meine Distress Spray Stains, die ich mir ausgesucht habe, und zwar Black Suit, Rusty Hinge und Wild Honey. So, und ihr müsst nicht diese ganzen Dinge nehmen, sondern das, was da ist. Alles, was sich zum Einfärben eignet, ist dafür gedacht. So, und wenn ich nur Kaffee und Rostwasser da habe, kann ich schon richtig tolle Effekte machen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Kaffee. Ja, der Sprayer ist so ein bisschen strange. Und färbt mir das hier so ein. Wenn ihr Leder habt bei eurem Einband, dann müsst ihr ein bisschen vorsichtiger sein. Dann würde ich euch nicht raten, das zu nass zu machen. Das funktioniert dann meistens nicht ganz so gut. Leder reagiert manchmal empfindlich oder platzt danach ab oder so. Wie das hier reagieren wird, weiß ich nicht genau. Ich werde es überkleben, habe ich mich dazu entschieden an den meisten Stellen. Dementsprechend ist es mir jetzt erst einmal egal. Ne? So, jetzt habe ich hier ein bisschen Kaffee drauf. Jetzt gebe ich hier ein bisschen Rostwasser drauf an manchen Stellen. Ich möchte das Ganze nicht rostig bekommen, sondern in einem dunkelgrauen Ton. So, das soll sich halt richtig einfärben. Und ihr seht schon, die Reaktion nach einer Zeit, es wird rostig grau. So, jetzt gebe ich wieder ein bisschen Kaffee drauf. Also nicht zu viel, ne? Ich übertreibe es nicht. Also wenn ihr Sprühflaschen habt, die so ein bisschen was abgeben, ist das immer ganz gut. Das darf nicht zu übertrieben sein. Ja. Und jetzt lasse ich das Ganze erstmal stehen und warte nicht, bis das trocken ist, aber warte, bis das Ganze die Reaktion gehabt hat. Ihr seht, das wird jetzt hier immer dunkler. Hier da, wo rostige Farben, also von dem Rostwasser Farben entstanden sind, da muss ich auch noch ein bisschen warten. Und ich habe vor allen Dingen alles nicht ganz flächig eingesprüht, sondern eher so fleckig, dass überall das jetzt recht unterschiedlich ist. Und ja, ich glaube, ich werde das jetzt anföhnen auch, dass das Ganze jetzt durchtrocknet. So, und ihr überspringt das Ganze jetzt einfach mal, weil das Ganze zu lange dauert.
So, jetzt ist das Ganze angeföhnt und es ist noch nicht trocken, aber man sieht schon, wo die Reise so ein bisschen hingehen soll. Und ihr seht, ne, ich habe hier noch mal ein bisschen was draufgesprüht von dem Rostwasser und dem Kaffee und habe das dann fleckig trocknen lassen. Hier vorne mache ich nicht ganz so viel drauf, weil ich jetzt schon weiß, dass ich da was drüber machen werde. Die Covergestaltung heute werden wir nicht komplett schaffen. Erstmal das Grundgerüst für dieses Hardcover. Ich werde jetzt meine Distress Sprays nehmen. Ich weiß ja schon, dass das so in diese orange-gelbe Richtung gehen soll, beziehungsweise, dass man hier vielleicht auch so ein bisschen dieses Orange mit dem Rusty Hinge machen möchte. Und ein bisschen dunkler möchte ich auch noch werden und habe deswegen Black Suit hier rausgeholt. Ihr könnt irgendwelche anderen Sachen dafür nehmen. Wie gesagt, ich habe ja gerade ein paar Vorschläge gemacht. Ich nehme jetzt hier erstmal White Honey und sprühe mir das auf einzelne Stellen auf und werde dann mit Wasser auch noch ein bisschen arbeiten. Also Wild Honey wirklich nicht flächig, sondern nur fleckig aufsprühen und im Anschluss mit ein bisschen Wasser dann arbeiten. Und ich werde gleichzeitig aber auch schon Rusty Hinge hier drauf bringen. Auch fleckig und nicht komplett. Ihr seht, das ist sehr rötlich, also verändert sich gleich auch noch ein bisschen, wenn ich mit dem Wasser arbeiten werde. Also alles kein Hexenwerk, einfach ein bisschen aufsprühen und im Anschluss mit ein bisschen Wasser da drüben. Das mache ich jetzt mit dem Wasser, dass das sich so ein bisschen verteilt, so ein bisschen verläuft. Also man muss wirklich nicht wahnsinnig viel davon nehmen, sondern nur wenig in homöopathischen Dosen mit dem Aufsprühen. Und ja, ich mag dieses Fleckige, was beim Sprühen entsteht, dass das auch noch wie gesprüht aussieht. In manchen Fällen auch. Aber jetzt möchte ich ja, dass sich das ein bisschen besser verteilt. Deswegen muss ich mit Wasser arbeiten, dass sich das verläuft. Seht ihr das? Je mehr Wasser ich dazu gebe, umso stärker verläuft das Ganze. Man kann das auch noch bewegen, wenn man mag, dass das Tropfen zu sehen sind, dass das so runterläuft. Ich gucke jetzt halt, dass ich das an den Flächen oder an den Stellen mache, wo ja mir das Ganze noch ein bisschen zu wenig verrieselt aussieht. Versteht man, was ich meine? Ich hoffe. So, ein bisschen Wasser. Hier kann das noch ein bisschen mehr verlaufen. So, und dann föhne ich das Ganze wieder. Da kommt man nicht drum rum, weil ich einfach denke, dass das keiner von euch so viel Zeit hat, dass das Ganze lufttrocknet. Ihr könnt das natürlich auch lufttrocknen lassen, wenn ihr dazu Lust habt. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus und ich kann diese stärkeren Flecken dadurch erzeugen, dass ich immer wieder ein bisschen Kaffee oder andere Farben, ne, auch die Sprays kann man nehmen oder wie auch immer, je nachdem, welche Farbe ich da verstärken will, immer wieder so ein bisschen was aufsprühe und das nochmal trockne. So verändert man noch weiter die Oberfläche. Und jetzt nehme ich mal zum Beispiel hier oben Wild Honey, weil mir hier oben noch zu viel Schwarz ist und zu wenig von dem Gelbton. So, vergesse dann aber auch nicht wieder mit ein bisschen Wasser das verlaufen zu lassen und föhne dann nochmal eine Runde. So, das mache ich so lange, bis mir das Ganze gefällt. Es verändert sich auch immer wieder. Man löst die Farben ja auch immer wieder an, wenn man Wasser dazu gibt. Das muss dazu gesagt sein. Das ist keine wasserfeste Oberfläche. Aber das gibt einem auch die Möglichkeit, das Ganze immer so anzupassen, wie man das gerne haben möchte. So, und ich föhne jetzt einfach noch diese beiden kleinen Stellen fertig. Ich weiß ja, dass ich hier vorne noch ganz viel drauf machen will. Mit der Rückseite bin ich einigermaßen zufrieden. Vielleicht hier noch ein bisschen von dem Kaffee hin und ein bisschen von dem Rostwasser auch noch drauf, dass hier noch so eine dunkle Stelle entsteht. Ja, und dann, wie gesagt, einfach nur trocknen. Das ist das ganze Geheimnis für solche Hintergründe oder für so ein Hintergrundcover. So. Mehr will ich jetzt erstmal nicht machen. Ich hatte mir teilweise sogar ein bisschen das runtergenommen mit einem Feuchttuch, damit dann wird das automatisch sofort wieder heller. Hier oben zum Beispiel. Ich möchte gar nicht so viel hier machen. Hier würde ich vielleicht später noch einen Fleck ergänzen oder so. Ich lasse das Ganze jetzt trocknen. Ich werde das Ganze, also es ist ja innerlich vielleicht noch irgendwie so ein Restfeuchte bei mir drin. Ich werde jetzt ein bisschen beschweren. Das heißt, ich gehe jetzt hin und lege mir hier und vorne und hinten was drauf und lasse das durchtrocknen dann nochmal ein Stündchen oder so und komplett auskühlen. Das ist nämlich noch sehr warm. Ich nehme zum Beispiel mein Bügeleisen dafür.
Ich habe mal eben meine Bügeleisen geholt und die hier einfach draufgelegt. Und das kann jetzt so auskühlen. Wie gesagt, der Rücken, der ist mir jetzt ein bisschen zu knusprig geworden. Wenn ihr das Föhnen weglasst, dann ist es halb so wild. Wenn ihr das Luft trocknen lasst, dann wird das Leder auch nicht so angegriffen. Ich habe damit schon gerechnet und ich wusste jetzt in meiner Planung auch schon, dass ich hier etwas drüber machen möchte und das Ganze dadurch wieder stabilisiert wird. Ne? Es ist definitiv so, dass es jetzt gut durchgetrocknet ist und wir weiterarbeiten können. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich möchte den Rücken überdecken. Deswegen ist mir egal, dass das jetzt so ein bisschen crunchy geworden ist. Es ist stabil, darum ging es mir. Das ist wichtig, dass mir einfach das hier nicht kaputt geht, wenn ich später mit dem Journal arbeite. So, und damit das auf keinen Fall passiert, arbeite ich da sowieso jetzt was drüber. So war von Anfang an der Plan. Und ich habe hier ja jetzt auf Canvas, das ist übrigens ein Canvas von Action, mir dieses Motiv von Luise Heinzels Papier ausgedruckt. Und aus dem Halloween August Journal Kit und habe jetzt vor, mir diesen Rücken so zu überkleben mit einem Streifen. Den schneide ich mir dann einfach zurecht. Ihr müsst entscheiden, wie breit euer Buchrücken ist und wie ihr das machen möchtet. So, ich messe mir das kurz hier aus. Und zwar habe ich einen Rücken mit der Breite 5,5 und so werde ich mir auch das hier zurechtschneiden. Also ich nehme, glaube ich, 6, dass es hier genau über die Kante geht. Und die Höhe ist 21,3, würde ich sagen. Nur kleiner Tipp, man kann dieses Canvas, jetzt in dem Fall von Action, auch sehr gut mit dem Hebelschneider schneiden. So, ich habe das Ganze jetzt auf 6 cm zurechtgeschnitten, aber ich habe das auf volle A4-Höhe gelassen, damit ich das zur zusätzlichen Stabilisierung einfach gleich hier nach innen umlegen kann. Das ist mir wichtig, dass ich hier zusätzlich nochmal eine Stabilisierung drin habe, falls doch mal irgendwie was hier in der Mitte sich ablösen könnte. Ne? So sollte man vorher bei sowas immer dran denken und dann hat man hinterher kein Problem. So, jetzt nehme ich meinen Buchbinderleim wieder. Streich mir einfach den Streifen vollflächig damit von der Rückseite ein. Die ist ja so ein bisschen flauschiger. Ich nehme da immer gerne so einen Pinsel für Serviettentechnik. Den benutze ich sehr gerne, weil der das gut verteilt. Mein Buchbinderleim ist jetzt hier schon so ein bisschen eingetrocknet. Man kann den immer wieder mit ein bisschen Wasser verdünnen, wenn man den ein bisschen flüssiger haben möchte. Ich möchte aber, dass alles gut klebt und nicht so ewig lange trocknet. Deswegen lasse ich es jetzt so. Wenn ich das aufgestrichen habe, hier fehlt noch was, sehe ich gerade. Also wirklich bis schön zum Rand gehen oder später nochmal nachstreichen ist dann wichtig. Canvas saugt ja so ein bisschen mehr. Ne? Also das, dieses Leinwandpapier sozusagen, das saugt ein bisschen mehr. Und dementsprechend ist das nicht so gut. Denkt daran, dass eure Oberfläche nicht wasserfest ist. Ich kenne das, ich habe das schon verarbeitet, deswegen weiß ich das, das färbt ab. Das ist ja nur Druckertinte. So, ich setze das hier möglichst gerade drauf und passe das dem Rücken auch an. Dass hier noch so eine kleine weiße Kante ist und so, das ist überhaupt nicht schlimm. Das zeige ich euch gleich warum, da kommt nämlich noch was drüber. Ich weiß ja schon, was ich mache. Ne? Deswegen, das könnt ihr jetzt noch nicht so wissen. Vielleicht findet ihr das gerade nicht so schön, wie ich das mache. Aber das hat ja noch, ja, ich habe ja schon den Plan im Kopf. So, und jetzt ist es vielleicht wichtig, und das würde ich auf jeden Fall machen, dass ihr hier das, was hier in der Kante drin sitzt, wegschneidet mit einer Schere. Also nehmt euch eine gute Schere dafür, womit ihr das gut abteilen könnt. Wirklich bis hier würde ich das wegschneiden, sonst habt ihr hinterher das Problem, dass euer Buch nicht gut öffnet und schließt. Und das mache ich auch großzügig, sodass da wirklich nichts reinkommt in diese Kante, also in diese Falz. Aber wirklich nur ne, bis oben und hier sollte das dann gut festgeklebt sein. So, und dann streiche ich hier nochmal das ein. Da hatte ich noch nicht genug Kleber genommen unten. So, weil ich ja wusste, ich fixiere mir das im Nachgang hier noch. So, teste ich auch noch mal, ob alles klebt. Und hier unten mache ich das jetzt genauso.
Und dann schaue ich nochmal wirklich, dass das genau hier klebt. Es geht ja jetzt über die Kante ein bisschen hinaus. Und vergesse auch nicht, dass ich das abtupfe, was rausquillt, weil das ja hinterher so ein bisschen glänzt. Und ich weiß persönlich jetzt noch nicht, ob man das dann später sehen würde, weil da kommt etwas drüber, was sehr durchscheinend ist. So, ich gehe nochmal alle Kanten nach. Streich da auch noch mal mit dem Falzband drüber, dass das ja sich hier schön in die Kante legt, beim Öffnen und Schließen kein Problem verursacht außen. Ja. So, hier hinten mache ich das jetzt auch. So, und ich stelle mir das jetzt so hin, dass das in Ruhe Luft trocknen kann. Das föhne ich diesmal auf keinen Fall, sonst wird mir das wieder so ein bisschen zu spröde. Also es soll nicht noch weiter spröde werden. So, das Ganze ist jetzt noch nicht ganz trocken. Es ist angetrocknet. Ihr solltet wirklich warten, bis das ganz trocken ist, bevor ihr weitermacht. Ich habe mir jetzt hier Distress Ink Black Suit genommen. Nehmt eine schwarze Farbe, nehmt die Farbe, mit der ihr euer Journal aufbereiten möchtet. So, und ich möchte jetzt das Ganze hier von den Kanten her noch ein bisschen abgrungen. Und hier werden wir jetzt auch diese weiße Kante beheben. Das habe ich mir gedacht, machen wir in einem Stück. Ich gehe hier einfach über die Kanten drüber. Ihr seht, dann wird das Ganze noch um einiges grungiger. Ich werde diesmal auch nicht mit Buchecken arbeiten. Ich glaube, das ist hierbei nicht nötig. Hier sind ja so angedeutete Buchecken vorhanden. Ihr könnt natürlich auch Metallecken dann noch da drüber machen. Das ist überhaupt kein Problem. Funktioniert sehr gut und mache ich meistens auch bei meinen Journals. Aber in dem Fall sehe ich davon ab. So, und da gehe ich halt überall einmal drüber, wo ich das Ganze noch ein bisschen grungiger haben möchte. Wenn ihr da zumindest wasserfeste Kanten haben möchtet, dann könntet ihr auch eine Alkyl-Ink nehmen, also eine wasserfeste Ink. So, und hier mache ich das dann auch. Seht ihr das? In beide Richtungen. Einmal hier so, also in diese Richtung wischen. Und einmal in die andere Richtung wischen. Dann wird das Ganze um einiges schattiger noch. So, das mache ich so lange, bis ich das so intensiv habe, wie ich es haben möchte. Und ja, ihr seht, das klappt wunderbar. So, ich habe jetzt hier eine breite Spitze. Das Ganze ist jetzt noch nicht super doll durchgetrocknet. Ich möchte aber jetzt schon weitermachen und das dann insgesamt trocknen lassen, damit ihr das seht. Das ist so eine Spitze, da könnt ihr zum Beispiel auch einen alten Rock auseinandernehmen. Die habe ich letztens auf dem Trödelmarkt gefunden. Die werde ich auch hier so um die Kante rumkleben. Deswegen muss ich das jetzt gleich ein bisschen großzügiger zuschneiden. Und da möchte ich jetzt, dass diese Kante, diese Spitze genau hier vorne endet auf dem Cover. Ich glaube, hier dieses Fluderige werde ich später noch wegschneiden. Ich glaube, die Klebekante mache ich dann genau hier. Bei solchen Spitzen, da müsst ihr mal gucken, wirklich alte Röcke oder sowas, das kann man immer sehr, sehr schön da rausschneiden. Ich glaube, ich werde hier die Spitze dann abtrennen und das Ganze dann wirklich nur hier als Stückchen aufkleben. So, ihr Lieben, ich habe jetzt das ausgeschnitten, das dauert. Also wie gesagt, ihr werdet nicht dieselbe Spitze haben. Wenn ja, ist ja super. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ihr dieselbe da habt zu Hause. Ihr müsst das entscheiden. Vielleicht nehmt ihr auch etwas ganz Gerades oder wie auch immer. Ich finde das immer ganz hübsch, wenn die so unterschiedlich in beide Richtungen ist. Und dementsprechend ist das echt eine coole Idee, das so zu machen, denke ich. Also zumindest ich bin damit so zufrieden und werde das Ganze mir jetzt aufkleben. Vielleicht, wenn ihr mir schon länger folgt, kennt ihr meinen Trick schon. Ich zeige euch das aber nochmal. Vielleicht sind ja auch neue Follower dabei, die das nicht so gut kennen. Da gibt es einen kleinen Trick, wie man ganz leicht Spitze aufklebt. Ihr nehmt euch jetzt einfach ein Stück Folie oder hier habe ich so eine leider zerknautschte Seite, die ich nicht mehr nutzen kann, von so einer Prospekthülle. Und die reiße ich mir so auf, dass ich hier gut Platz habe und lege mir die hier neben. So, darauf streiche ich dann Buchbinderleim und zwar in der Größe ungefähr dieser Spitze.
mache ich eigentlich immer so, weil das damit leichter geht, Deckchen, Spitzen oder irgendwas anderes zu verkleben. So, dann nehme ich meine Spitze. Na, ich sehe schon, das reicht nicht ganz von der Höhe. Ein bisschen länger muss es schon sein. Dann nehme ich meine Spitze und lege die hier drauf, flächig. So, ich sehe schon, hier habe ich nicht aufgepasst, ist nicht breit genug, aber das funktioniert ja trotzdem. Ich gehe hier einfach nochmal so ein bisschen nach. Es sollte wirklich überall, wo die Spitze liegt, Leim drunter sein. So. So. Das soll natürlich nicht hier drauf kleben. Keine Angst, das trocknet nicht so schnell auf dem Plastik oder auf dem Kunststoff. So, und jetzt tipse ich überall hier drauf. Das ist jetzt sehr, da wo die dicken Stickereien sind, würde ich sagen, macht das bei mir Sinn. Weil ich möchte ja nicht, dass das hier komplett sich auch bei diesen ja, flutterigen kleinen Teilen durchdrückt oder hängen bleibt. So, aber ich gehe halt überall drüber, dass das überall einmal Kontakt hatte mit dem Leim. Wenn nicht, kann ich immer noch ein bisschen nacharbeiten. Hier unten zum Beispiel ist nicht so viel, aber das ist nicht schlimm. Ihr seht das, auf der Rückseite ist jetzt ganz viel Leim. Wenn irgendwo noch was fehlt, dann kann ich hier jetzt noch mal drauf gehen und das ne, noch mal auflegen. So, aber mir reicht das jetzt, glaube ich, hier. Wenn ich mir das so ansehe, ist das sehr, sehr flächig geworden. So, und jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Da ist natürlich jetzt Leim drauf. Jetzt gehe ich hin, packe mir das mal beiseite, dass es keine Unfälle gibt und packe mir meine Spitze jetzt so hier drauf, wie ich sie haben möchte. Ich möchte nicht so viel rumschmieren. Aber so liegt sie, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen höher vielleicht noch. So. So. Und dann drücke ich sie mir an. Am besten mit einem nicht feuchten Tuch in dem Fall, weil ich ja mir meinen Hintergrund nicht zerstören möchte. Gut anpressen. Am besten jetzt ganz vorsichtig auch schon die Reste, die durchgedrückt sind, mit einem trockenen Tuch entfernen. Also da rate ich euch, wie gesagt, nicht zu einem feuchten, sondern eher einem trockenen Tuch. Meins ist leider noch nicht ganz trocken. Ich habe gerade kein ganz trockenes Griff bereit. Aber ihr solltet das machen, solange das noch feucht ist, alles, was nicht dazu dran gehört, hier wegzunehmen, weil das sonst glänzt hinterher. Wenn euch das nichts ausmacht, dann könnt ihr das natürlich auch dran lassen. Ne? So, aber denkt dran, vorsichtig bei eurem Hintergrund, der ist nicht wasserfest. Ne? Auch der bedruckte Canvas nicht. So, dann das Ganze umdrehen, die Seiten einschlagen und das Ganze festdrücken. Auch hier empfehle ich euch, dass ihr hier das Stückchen rausschneidet, was hier übersteht. Das fällt vorne nicht auf, damit ihr nichts in der Falz hier drin habt. So, da muss ich eh noch ein bisschen Kleber nacharbeiten. Schneidet das so gut wie möglich da raus, sonst stört das vielleicht ein bisschen später. So, und hier gebe ich jetzt einfach nochmal mit dem Pinselchen das auf. Das ist ja egal, da kleben wir sehr wahrscheinlich eh etwas später drüber, weil wir ja noch das Innencover ausgestalten möchten. Aber achtet darauf, dass ihr euch hier diese Rille nicht zusetzt mit irgendetwas. So, gut festkleben. Und hier auch. Ja, und unten genau das Gleiche. Ne? Ich schneide mir das jetzt hier noch raus. Wirklich, dass das nicht hakelt. Überprüft das auch nochmal. Ja. Übrigens, die Klebereste hier, die würde ich nicht wegtun, sondern wir kleben ja noch ganz viel anderes in dem Journal. Klappt das zu, faltet das zweimal so um und legt euch das beiseite. Da kann man ruhig ein, zwei Tage das liegen lassen. Wenn ihr gleich noch weiterarbeitet oder am nächsten Tag, ist das kein Problem, das Ganze zu benutzen. So, jetzt lasse ich das Ganze aber wirklich mal trocknen und schaue dann hinterher auch noch mal, wo ich vielleicht eine Stelle vergessen habe, gerade hier außen, so wo das aufliegt, ist das schon wichtig, dass das gut klebt. Und ja, arbeite das so ein bisschen mit dem Pinsel noch nach,
Da muss man nicht, was weiß ich, wie viel Aufwand betreiben. Nur, dass alles klebt. So. Und dann lasse ich das trocknen. Ja, so sieht unser Cover jetzt aus. Ich finde das super hübsch. Also mir gefällt das unglaublich gut. Vielleicht werde ich hier noch ein bisschen Schwarz hin machen oder so. Das kann man ja mit Black Suit, wenn man das hier aufträufelt oder mit, in meinem Fall habe ich ja Rostwasser genommen, hier auch nochmal regulieren. Das kann man ja noch ändern und so einzelne Tropfen hinmachen. Das Cover von außen kann man jetzt noch mit einem Schildchen versehen oder irgendwas anderem. Gar kein Problem. Ja, ich glaube, das war es für heute erstmal. Sonst wird das Video einfach zu lang. Wir gestalten am Anfang des nächsten Videos das Cover für das Herbstjournal. Dann genau aus dem gleichen Material. Ich nehme jetzt hier das originale Buchcover nochmal dazu. Ihr seht, das ist wirklich schon ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man sich die so vergleicht. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Lust darauf, jetzt dem Ganzen zu folgen. Ihr seid ein bisschen in Herbst- oder Halloween-Stimmung, je nachdem, was ihr besser findet. Vergesst das nicht, unten in die Kommentare zu schreiben. Das ist wirklich interessant für mich. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute. Passt gut auf euch auf. Tschüss, ihr Lieben.